Eine zukunftsfähige Agrarreform muss als gemeinsames europäisches Projekt umgesetzt werden. Wir als BUND fordern die Abschaffung der Massentierhaltung und ein Ende der Zerstörung von Boden, Wasser und Luft. Schluss mit dem Einsatz von Glyphosat. Europa braucht dringend ein konsequentes Programm zur Erhaltung der Artenvielfalt und einen umfassenden Schutz der Insekten, insbesondere der Bienen. Über 50% der Landesfläche Deutschlands ist in landwirtschaftlicher Nutzung. Der BUND fordert, wir müssen endlich aufhören mit dem Raubbau an unserer Natur. Für gutes Trinkwasser, für gesunde Nahrung und für kleinbäuerliche Strukturen. Denn auch das muss klar sein. Die ökologische Leistung muss sich auch für den Landwirt lohnen. Der gesellschaftliche Nutzen wird umso größer sein. Jeder Schritt in diese Richtung ist ein wichtiger Fußabdruck. Schluss mit Billigangeboten von Fleisch. Wir brauchen jetzt ein verbindliches Tierwohl-Label zur Orientierung für Verbraucher. Und in Zukunft muss Massentierhaltung verboten und artgerechte Tierhaltung zum Gesetz werden. Folge: weniger Tierleid, mehr Klimaschutz und ein schönerer Job für Landwirte. Wir haben Verantwortung und wir machen einen Unterschied. Wenn die Politik zu lange braucht, müssen wir mit unserem Konsumverhalten die ökologische Landwirtschaft voranbringen. Wer kann, der sollte regional, saisonal und bio einkaufen und seinen Fleischkonsum herunterschrauben. Ich hinterlasse meinen Fußabdruck auf dem Weg zu einer umwelt- und klimafreundlichen Landwirtschaft.